Guten Morgen, ich bin Margret Marincolo, Expertin für Liebeskummer. Ich habe mich auf Seelenpartner und Dualseelen spezialisiert und heute möchte ich darüber sprechen, was kannst du denn tun, wenn du in einer Dualseelen- oder Seelenpartnerkiste steckst, wie kommst du denn aus dem Leid raus? Dazu müssen wir zuerst mal verstehen, dass dein Leben die perfekten Umstände für dich kreiert, damit du dich aus der Begrenzung in die Freiheit entwickelst. Und im Leben hat alles so seine Zeit, auch wenn es der Seele möglich wäre, mal eben schnell mit dem Finger zu schnippen, ist das nicht Sinn und Zweck. Denn ich gehe mittlerweile davon aus, dass sich dein und mein Leben abspielt wie ein großartiger Film oder wie eine unglaublich gut geschriebene Geschichte mit einer Dramaturgie, die ihren Höhepunkt hat und die letztendlich zu einem sehr individuellen Ende und Happy End führt. Wenn du das hier siehst, wirst du wahrscheinlich in deinem Leben so etwas erleben wie die Dualseele oder wie ein Seelenpartner. Und mich werde oft gefragt, Margret, gibt es denn Dualseelen überhaupt? Und das ist so eine Sache. Also in manchen Geschichten, in manchen Lebensgeschichten kommen Dualseelen vor und Seelenpartner und in anderen nicht. Es gibt Menschen, die haben vielleicht nie so eine Erfahrung gemacht, jemandem wirklich nahe zu sein. Und das ist ähnlich, wie wenn du jetzt in eine großartige Bücherei gehst oder in einen Buchladen, wo es die ganzen Bestseller der letzten paar hundert Jahre gibt. In Harry Potter kommt Voldemort vor. Und in Herr der Ringe kommt Sauron vor und Gandalf. Das heißt aber nicht, dass das in anderen Büchern der Fall ist. So in manchen Lebensgeschichten kommt Magie vor. Da kann sich etwas von heute auf morgen in 0,nix verändern. Da gibt es Spontanheilungen und in anderen Geschichten kommt es nicht vor. In deinem Leben kommen vielleicht Dualseelen und Seelenpartner vor, die dir alle Knöpfe drücken. In anderen Geschichten, Lebensgeschichten gibt es das nicht. Dafür haben die Menschen vielleicht, sich mit Krankheiten auseinanderzusetzen oder mit anderen, ich nenne es jetzt mal Schicksalsschlägen. Was das Leben immer versucht, ist, dich ins Fühlen zu bringen. So also die Dualseelen- und Seelenpartnerbegegnung bringt dich ins Fühlen. Und ich habe es in meinem Blogartikel geschrieben, ich verlinke das auch nochmal unter dem Video. Ich unterscheide zwei große Level des Erschaffens im Leben. Also worum geht es im Leben wirklich? Der Seele geht es ums Fühlen. Fühlen, fühlen, fühlen. Jetzt wirst du in manchen Büchern vielleicht lesen, ja, die Seele will sich erschaffen, die Seele will sich weiterentwickeln. Na, wenn die Seele alles ist, was es gibt, was gibt es da noch zu entwickeln? Die Seele ist schon alles, da gibt es nichts mehr zu entwickeln. Sie möchte sich, und das ist meine Meinung, sie möchte sich erfahren. Und sie möchte sich durch ein Gefühl erfahren. Und wenn die Seele fühlen will, braucht sie einen Körper, der diese Gefühle hat. Und dafür hat sie deinen Körper und meinen Körper. Und wir dürfen nicht vergessen, im Grunde dieses All-Eins, wir sind alle eine Seele, die sich verschiedene Körper sucht, verschiedene Geschichten ausagiert, in verschiedenen Geschichten sich in großen Abenteuern erlebt und sich dort verstrickt und sich dann wieder entwickelt oder aus diesen Verstrickungen löst. So, das ist alles. Und was die Seele dabei macht, ist Fühlen. Es geht nicht ums Gewinnen, es geht nicht ums Verlieren, es geht ums Fühlen, ums Fühlen, ums Fühlen. Und ob du mit deiner Dualseele zusammenkommst oder nicht, es geht ums Fühlen. Wie fühlst du dich, wenn du nicht mit ihr zusammenkommst? Wie fühlst du dich, wenn du mit ihr zusammenkommst? Und was wir immer noch verwechseln oder woran wir mal glauben, ist, dass wir irgendwann einfach nur noch im Nirvana weilen, nur noch in der Glückseligkeit, nur noch mit der Dualseele auf Wolke 7. Aber darum geht es der Seele nicht. Die Seele wünscht sich jeden Krümel an Gefühl. Komm her, Tiki, komm. Na, hier. Na, hopp. So, na. Meine Tiki ist wieder da. Ganz, ganz fit. Wir sind hier oben auf dem Berg. Ja, wir sind
Ecke, auf den Berg gesprungen. Also der Seele geht es ums Fühlen, und zwar um jeden Krümelgefühl. Oder wenn du jetzt, wenn Glückseligkeit eine Symphonie ist, dann wünscht sich oder braucht diese Glückseligkeit jeden einzelnen Ton an Gefühl. Trauer, Ekstase, Wut, Ablehnung, Frieden, Harmonie, Neid, was auch immer. Jede Emotion, die du dir vorstellen kannst, hat in dieser Sinfonie ihren Platz, und nur das macht die Sinfonie willkommen. Und vielleicht glaubst du bisher, dass dieser Schmerz aufhören muss, dass dieser Liebeskummer aufhören muss, dass dieser Wut, die du vielleicht auf einen Menschen hast, aufhören muss, dass dieses Gefühl von Ablehnung oder nicht gut genug zu sein aufhören muss. Es geht nicht darum, dass das Gefühl weggeht. Es geht in diesem Dualsehen- und Seelenpartnerprozess darum, dass du dieses Gefühl annimmst und akzeptierst, dass du sagst, aha, dieses Gefühl ist nötig, um glücklich zu sein. Nicht um glücklich zu werden, sondern um glücklich zu sein. Jedes einzelne Gefühl ist wichtig. Und im Prozess, wenn du verstehst, worum es geht, dass es der Seele darum geht, alles zu fühlen, und da möchte ich an dieser Stelle nochmal auf den Film Stadt der Engel verweisen, wo dieser Engel, Seth, glaube ich, heißt er, dieser Ärztin McRyan, von McRyan gespielt, begegnet, und er möchte fühlen, er möchte sie anfassen und berühren können, und er fällt also vom Himmel auf die Erde, um als Mensch zu leben, um diese Erfahrung zu machen. Also das ist im Grunde das, was die Seele sich wünscht. Oder was die Seele tut, nämlich sich durch die Emotionen erfahren, jemanden berühren, berührt zu werden. Und das ist nicht immer schön. Und ich glaube, die haben ein oder zwei Tage zusammen, und nachher kommt sie bei einem tragischen Unfall ums Leben. Und der Engel wird hinterher gefragt, ob er, wenn er das gewusst hätte, dass es so ausgeht, ob er dann nicht auf diese Erde gekommen wäre, ob er Engel geblieben wäre, wenn er gewusst hätte, dass er nur zwei Tage hat. Und er sagt, dieses Erlebnis, sie zu spüren, sie zu halten für eine Nacht und sie zu erleben, ist auch das Leben ohne sie wert. Also wir trachten, oder uns hat irgendwann mal jemand beigebracht, dass Wut schlecht ist, dass Angst schlecht ist, dass Zweifel schlecht sind, dass Trauer schlecht ist, dass Kummer schlecht ist. Und per se ist Schmerz nicht schlecht. Also ich hatte eine Zeit, da bin ich in der Woche meine 140 Kilometer gejoggt. Und am Wochenende waren das manchmal 40, 45 Kilometer, also an einem Stück, also dass ich da, am Samstag bin ich mal schnell einen Marathon gelaufen, so für mich. Und da hatte ich oftmals blutige Füße, die haben wehgetan. Aber das war für mich nicht leid, das hat mir gezeigt, ich bin schon ganz schön weit gelaufen, und diese Schmerzen haben mich nicht leiden lassen, sondern diese Schmerzen haben mir irgendwie auch gezeigt, was ich da für eine Leistung vollbracht habe. Und das war für mich völlig gut, ja, das war nicht leid. Wenn mir aber jemand auf den Fuß tritt und ich habe den gleichen Schmerz, dann bin ich vielleicht in dem Moment wütend und leide vielleicht, weil ich mir denke, das ist ja unnütz. Und wenn du verstehst, dass kein Gefühl unnütz ist, dass es der Seele immer darum geht zu fühlen, und wenn du gerade in einem Liebeskummer bist und wenn deine Dualseele sich nicht meldet oder wenn sie dich ablehnt oder wenn sie sagt, ich will mit dir einfach nichts zu tun haben, dann fühle alles und fühle nicht einfach. Ich habe viele Klienten, die sagen mir, Margret, ich fühle doch. Ich fühle. Aber fühlen, richtig fühlen, bedeutet, das Gefühl zu akzeptieren, zu umarmen, anzunehmen. Zu sagen, das Gefühl ist wertvoll. Das Gefühl ist dafür da, mich glücklich zu machen. Und das klingt so verrückt, dass wir es nicht mehr tun, weil wir als Kind trainiert worden sind. Was sind
gute Gefühle und was sind schlechte Gefühle. Und da haben wir die Gefühle mit Etiketten beklebt, gut und schlecht. Und die Guten, von den Guten wollen wir mehr und von den sogenannten Schlechten wollen wir gar nichts. Checky, aufpassen. Und es geht aber darum, alle Gefühle zu umarmen und jedes Gefühl als unglaublich wichtig zu erachten. So, das ist der Meaning of Life Level. Also darum geht es, der Seele zu fühlen. Und dafür schafft sie in deiner Geschichte, zum Beispiel Dualseelen und Seelenpartner. Und solange du diese Gefühle nicht respektierst und schätzt, solange du einen Unterschied machst zwischen guten und schlechten Gefühlen, wirst du in deiner Dualseelenkiste überhaupt nicht vorankommen. Und natürlich ist es erstmal verrückt, ja, wenn du irgendwas nicht fühlen willst, plötzlich zu sagen, ich will das fühlen. Und dazu kannst du wirklich ein bisschen aus der Geschichte rausgehen, also aus diesem, du hast ja dann noch den Story-Level, also deine Dualseele meldet sich gerade nicht, du schickst dir 5 SMS, sie reagiert nicht. Oder plötzlich gibt es wieder ein Treffen und ihr seid wieder total nah und nachher gibt es wieder einen Kontaktabbruch. Du kannst dann die Geschichte mal aufschreiben in ein paar Worten, also zum Beispiel, Andrea ist traurig, sie weint, sie hat Liebeskummer, weil Uwe sich schon wieder seit 5 Tagen nicht meldet zum Beispiel. Sie hatten so ein inniges Treffen und ihr Herz ging auf und sie schwebten auf Wolke 7 und jetzt meldet sich der Scheißkerl nicht. Also du kannst deine Geschichte in der dritten Person einfach mal aufschreiben und du wirst merken, dass da was passiert. Du wirst merken, dass du dich aus diesem Drama, in dem du jetzt steckst, so diese Gefühle sind scheiße, in einen Geschichtenerzähler oder in den Leser deiner Geschichte beamst. Und dann wirst du sehen, dass die Emotionen da sind, aber du betrachtest die mit Abstand. Du nimmst sie nicht mehr so dramatisch. Diese Emotionen hast du und du hast sie aus Spaß, weil du liest ja vielleicht auch gerne spannende Geschichten oder du guckst gern spannende Filme an. Das machst du der Emotionen wegen. Und wenn du deinen Film, deinen Lebensfilm genauso siehst wie ein Film im Fernsehen, wo jemand umgebracht wird, wo auch Menschen verlassen werden und dann aber wieder zusammenkommen. Also die meisten Filme haben eine Dramaturgie, die meisten Filme haben ein Happy End. Und das ist natürlich auch immer sehr individuell, was wäre denn für dich ein Happy End? Was wäre für einen anderen Menschen ein Happy End? Ja? Und das Leben hat sich deinen Film ausgedacht und es bringt überhaupt nichts, dagegen zu kämpfen. Und entweder steht in deinem Lebensfilm, du kommst mit deiner Dualseele zusammen, du brauchst nichts dafür tun, sondern du guckst, wie sich dein Film entwickelt. Oder aber du kommst sowieso nicht mit ihr zusammen, dann lohnt es sich auch nicht, dagegen zu kämpfen. Weil wenn du dagegen kämpfst, verpasst du die nächsten Seiten. Du bleibst auf Seite 75 hängen, kämpfst gegen das Fortlaufen deines Filmes, weil du dich gegen Emotionen zur Wehr setzt, die du nicht fühlen willst. Und du kannst dein Buch nicht umblättern. Es geht nicht weiter. Und der tolle Typ, der da auf Seite 125 auf dich wartet, der kommt einfach nicht in dein Leben, weil du kämpfst gegen die Gefühle. Oder auch die Dualseele, die vielleicht auf dich wartet auf Seite 135. Es geht nicht weiter, weil du kämpfst gegen das, was gerade ist. Und egal, wo du jetzt stehst, es ist, wie es gerade ist, fühl das richtig. Und frag dich selber, wie wäre es denn, wenn ich diese Gefühle, die ich fühle, als konstruktiv, als vorteilhaft für mich sehen könnte von heute an? Wie würde sich meine Geschichte entfalten? Also auf dem tiefsten Level der Seele geht es bei der Dualseelengeschichte und bei allen anderen Dramen, die du in deinem Leben erlebst, immer nur ums Fühlen. Hör auf zu bewerten. Und wenn du schon bewertest, wenn ein Gedanke kommt, ist wieder so ein Scheißgefühl, na klar, das denkst du, das kannst du in dem Moment ja nicht wegradieren, dann sage laut, da ist wieder so eine Stimme, die sagt mir, das ist ein Scheißgefühl. Und dann hörst du vielleicht eine andere Stimme, die sagt, ja, das Gefühl ist gar nicht so schlecht, fühl mal richtig rein, es ist doch Abenteuer pur. So, und dann kann auf dem Story-Level deiner Dualseelengeschichte, deiner Seelenpartnergeschichte, kann plötzlich ein Wunder passieren. Und wir sind hier, um uns begrenzt zu fühlen. Wir sind hier, um uns auch abgelehnt zu fühlen. Und wenn du sagst, da ist es wieder, ich fühle mich gerade abgelehnt. So,
dann hast du das gefühlt und deine Seele hat gesagt, wow, jetzt konnte ich wieder fühlen, was Ablehnung bedeutet. Und dann wird sie dir wieder andere Gefühle schicken, die dich Glückseligkeit oder Freude oder Frieden oder Ekstase fühlen lassen. Sei dir gewiss. Jedes Gefühl, was du ablehnst, verstärkt sich, verdoppelt sich, verdreifacht sich, vervierfacht sich. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Verbringe die mit intensivem Fühlen und versuch mal, deine Gefühle zu umarmen. Was ich immer mache, wenn mir das schwerfällt, ich stelle mir die Gefühle personifiziert vor. So meine Angst zum Beispiel, die sieht aus wie so ein Penner oder wie so ein Tramper. Und wenn ich Angst habe, dann nehme ich den auf meinen Reisen schon auch mal mit und er sitzt neben mir und ich führe dann mit dem Zwiegespräche. Und ich habe bemerkt, dass wenn ich mit meiner Angst rede und die einen Körper hat und einen Namen und ich mit der rede, dass die Angst mir nichts mehr ausmacht, weil die wird zu meinem Freund. Also so habe ich zum Beispiel daran gearbeitet, die Emotionen, die ich noch nicht wirklich gerne hatte, gern zu haben. Weil effektiv kannst du dich in jedes Gefühl verlieben, wenn es dir auch am Anfang ein bisschen komisch vorkommt. Und dann wirst du sehen, dass du durch deinen Prozess surfst und du wirst sehen, dass du ganz viele Erkenntnisse sammelst, dass du dich weiterentwickelst, dass du Menschen auf deinem Weg triffst, die dich begleiten und die du begleitest. Und dass dein Happy End sich auf irgendeiner Seite in deinem Lebensbuch zeigen wird. Was ist für dich Happy End? Du willst Frühstück? Du willst Frühstück? Checky hat Hunger. In diesem Sinne, schöne Woche. Deine Checky und deine Margret. Tschüss.